Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Part 126. Ich bin hier an diesem komischen Fleckchen hier und vor mir ist eine, ja, Nebelwand. Ich glaube, da geht's bald rund. Ich habe aber gerade noch eine Brücke entdeckt. Okay. Was ist denn das hier? Schauen wir uns mal kurz an. Versuch's mit Sturzangriffen. Okay, wir machen erstmal den Boss. Der mir, wie es mir vorkommt, irgendwie optional ist. Weil da hinten geht's ja weiter. Wenn hier überhaupt ein Boss kommt. Aber okay, ja, da steht zäher Feind. Da muss ein Bosskampf kommen. Okay. Der versprüht gleich meine Marke. Er ist finster. Ich bin böse Junge. Okay, er ist böse auf mich. Artorias. Kennen wir doch schon irgendwie. Also zumindest kennen wir das Artorias Wappen. Okay, mal sehen, was der so drauf hat hier. Okay, wir müssen ein Stück weit aufpassen, glaube ich. Der haut ganz gut rein und zieht auch eine Menge HP ab. Beziehungsweise Ausdauer. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, was macht er jetzt? Was zur Hölle macht er jetzt? Ist er jetzt noch stärker? Ja, ist er. Alter. Okay. Okay. Scheiße. Okay, er powert sich scheinbar auch auf. Was nicht so doll ist. Leck mich am Arsch. Okay, 30.000 Seelen sind da. Hätte ich vielleicht mal doch Dingens nehmen sollen, den Ring der Opferung, den ich bisher ja nie genutzt habe. Habe ich bisher noch nicht so für sinnvoll. Mal sehen, ob ich den, ja, anlege oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir erstmal schnell wieder dahinter. Und da rennen wir hier mal vorbei. Würde ich sagen. Sonst dauert das zu lang. Aber ansonsten, ja, was kann er so großartig? Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ich hatte 7 Flakons dabei. War jetzt also, ja, ich bin jetzt vorher gestorben, bevor die Flakons ausgegangen sind. Aber mir kamen wir jetzt bis zur ersten Phase oder in der ersten Phase nicht ganz so, ich renne hier mal weiter. Scheiße. Nicht ganz so stark vor. Okay, die müssen wir jetzt vielleicht doch machen. So, zack, zack. Nicht, dass die mir doch noch irgendwie in den Rücken fallen. Aber ansonsten kam er jetzt mir nicht ganz so stark vor. Zumindest in der ersten Phase. Mal sehen, ob dieser Buff da, dieser, was weiß ich, Schattenbuff, wo er dann stärker war, dauerhaft ist. Oder ob der irgendwie verklingt und ich einfach nur die Phase quasi überleben muss. Sprich, ob es besser wäre, dass ich dann in der Zeit ausweiche. Das weiß ich noch nicht so. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. So, hier runter. Kommt da wieder ein Vieh nach? Ja, kommt er. Ach, das war auch doof, ey. Ja, das war nicht viel besser. Ja, wir müssen sowieso einmal was trinken. Der Zug ist sowieso abgefahren schon. Okay, die kommen scheinbar auch, ne?
Ja, die wurden schon gepult. Scheiße. Ach, naja, doof. Alles ein bisschen suboptimal. So, wo waren das Dingens hier? Ach, da. Okay. So, warte mal, ich renne mal hier. Dann kürzen wir das Ganze ein bisschen mal ab. Nehmen wir in zwei Hände, in eine Hand, bitte. Okay. Am Arsch, verschwunden. So. Dann geht's auf zum Boss. So, 8 Flakons haben wir dann, wenn ich jetzt mir jetzt voll mache. Was ich mache. Was ich machen werde, auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ob wir das diesmal einfacher schaffen. Da hinten ist meine Seele. So, zack. Scheiße. Er ist doch schneller als gedacht. So, da ist meine Seele, die schnappen wir uns mal schnell. So, drauf. Ja, suboptimal. So, jetzt macht er seine Kraft. Okay, wir trinken was. So, jetzt ist er stärker. Und er kann irgendwas versprühen. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ich trinke was. Scheiße, schlechtes Timing. Nein! Mann. Verdammt schlechtes Timing war das jetzt. Ach Gott, scheiße. Habe ich hier vielleicht ein Leuchtfeuer oder sowas übersehen? Ich weiß es nicht. Wappenring, Brüne. Ich schaff den. Ich schaff den definitiv. Ich muss den schaffen. Ach Gott, ey. Das ist ja, der ist nicht so einfach, wie er ausschaut. Das ist so, ja, Er greift oft an. Hat jetzt hier die vielen, ja, Kombos, so 2, 3 bis 4 Angriffe hintereinander. Was jetzt nicht so geil ist. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht doch mal unbeschadet durchkommen. Mal hier, oder mal, ist jetzt mir jemand gefolgt? Ja, mehrere sogar. So, zack. Ah, okay, die anderen gehen schon wieder. Oh, die nicht? Scheiße, Mann. Ja, ich muss ein bisschen besser aufpassen, habe ich das Gefühl. Ja, das ist alles doof. Ich hätte es besser machen können. Das ist mir bewusst. Ja, ich war jetzt dann doch zu voreilig mal wieder. Okay, naja, kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt so. So, sind wir wenigstens voll? Nee, sind wir nicht, ey. Klasse. Ah, echt kacke. Naja, dann wieder Richtung Boss. Der Artorias. Wir haben ja, wie heißt Artorias Wappen? Haben wir ja schon. Das ist ja dieser Durchgang zum Katzeneid da gewesen. Ich nenne es jetzt einfach mal Katzeneid, ich weiß nicht, wie er heißt. Und daher kennen wir den eigentlich schon, zumindest vom Namen her. Was da jetzt in der Story, ja, was da in der Story mit sich auf sich, mit ihm auf sich hat, so, weiß ich jetzt nicht, weil ich halt nicht so wirklich hinter die Story gestiegen bin bisher. Gut, dafür habe ich mir auch einfach viel zu wenig die Items durchgelesen, um die Story mitzukriegen.
Und ich habe viel zu wenig Questlines gemacht. Praktisch, glaube ich, gar keine. Ich habe ja praktisch gar keine abgeschlossen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich muss mal sagen, dass die Framerate in dem DLC deutlich besser ist. Also, fällt mir jetzt gerade mal so auf. Es droppt nicht einmal runter von, also von den 30 droppt es nicht einmal runter. Was man jetzt vom Hauptspiel nicht unbedingt sagen kann. Eigentlich schon krass. Also ist die Portierung des DLCs deutlich besser abgelaufen, wie es scheint. Warum auch immer. Vielleicht ist es einfach nur Zufall gerade. Man weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Aber ja, anders kann ich mir das nicht erklären, dass die Portierung einfach besser geklappt hat. Warte mal, wir gucken erstmal, was hier steht. Ah, da ist man links, rechts. Ah ja, das habe ich nämlich auch gerade gesehen. Wollen wir mal kurz runterschauen. Pass auf, Drache. Da hat der eine da vorne gemeint, probier's mit Sprungangriff. Wir gucken uns das mal kurz an. Was dir denn für ein Vieh lauert. Gucken wir uns gerade mal an, so. Wenn wir schon mal einmal hier unten sind. Okay, da ist ein Wolf. Oder ja, ein Panzer, keine Ahnung. 360. Oder ist vielleicht hier der Drache dann der optionale Boss? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt optionale Bosse? Na gut, an sich ist ja der ganze DLC optional, aber davon mal abgesehen. So, hier hinten geht's auch durch. Vielleicht ist da schon der Boss, vielleicht wird sie abgeriegelt, ich weiß es nicht. Wir gucken es einfach mal an. Wenn wir sterben, dann, ja, dann ist es halt so. Okay. Krasse Scheiße. Warte mal, ich guck mal, was da steht. Ah, das ist ja. Brauchst Scharfschütze. Okay, das sah ja echt cool aus. Ah, hier geht's runter. Naja, so weit wagen wir uns mal nicht vor. Warte mal, wann haben wir denn angefangen? Ja, eigentlich ist schon langsam wieder Zeit. Ich mache mir jetzt weiter zum Artorias. Artorias heißt er, glaube ich, ja. Was steht hier? Ja, geil. Voll geil gelegt hier die Nachricht. Na. Okay, hier habe ich so lesen können. Ja, geil. Gelobt sei die Sonne. Ich dachte, da steht was Wissenswertes, beziehungsweise was Informatives. Was mir jetzt irgendwie weiterhilft, aber nee. So, wo ging's denn hier hoch eigentlich? Hier war ein Hund noch. Ah, hier, okay. Und da hinten war noch ein Item. Sieht zumindest so aus. Wenn es nicht eine leuchtende Blume ist, dann ist es wohl ein Item. Und ein Hund. Guck mal her. So, zack. Und. Ach, scheiße. Da hat er mich ausgetrickst. So. Ah. Na komm. Ach, jetzt. So. Alles klar. Ehrenwerter Ritter. Dann werde ich jetzt mal den Ring anlegen. Wir probieren, machen noch einen Boss-Try. Einen Boss-Try machen wir noch. Und dann werde ich mal den Ring jetzt hier anlegen. Warte mal. Ja, ist halt die Frage, ne? Fluchlösung, Ring bricht. Nehmen wir einfach mal den hier. Und dann haut das hoffentlich hin. Denn dann sammle ich die Seelen ein und wenn ich sterbe, dann level ich halt auf. Ne? Also, ich mag jetzt ungern, dass das Ding oder dass die Seelen, die ganzen Seelen dann verschütt sind, dass die weg sind. Habe ich jetzt eigentlich keinen richtigen Bock drauf.
Deswegen, ja, machen wir das einfach mal. Und ich glaube, der Drache, ja, der ist dann noch nicht da unten. Ich weiß nicht, ob der dann später kommt. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen, was dann so richtig auf uns zukommt. So, eigentlich wollte ich das Ding jetzt nehmen, ne? So, nimm mal hier, nimm mal, genau. Scheiße. Auch Kacke. Ah, jetzt ist das Telefon. Und jetzt bin ich tot. Toll. Ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt ins Telefon. Ja, ciao, ciao.